Am Anfang des Films treffen wir Cindy und Brad, die ein Date am Pool genießen. Sie plaudern über ihre Arbeit als Rettungsschwimmer im Park und enthüllen dabei ihre Namen. Anstatt nach ihren Schichten nach Hause zu gehen, entscheiden sie sich, in der Nähe zu bleiben und kuscheln auf der Wasserrutsche. Aber ihr friedlicher Abend nimmt eine schreckliche Wendung, als eine mysteriöse Figur mit einer Machete auftaucht und sie brutal ermordet. Schnell vorwärts zum Abschlussjahrgang der Valley Hills High School im Jahr 2018, der sich auf sein Abschlussereignis vorbereitet. Die Senioren sind vor Aufregung ganz aus dem Häuschen, während sie sich auf ihr Abschlussereignis im Wet Valley, einem Wasserpark, vorbereiten. Es ist Alice, eine stolze Alumna der Valley Hills High School, die Idee ins Rollen brachte und die ganze Veranstaltung organisierte. Die Senioren freuen sich darauf, gemeinsam zu feiern und erwarten Tage voller Schwimmen, Rutschen und gemeinsamer Erlebnisse. 3 volle Tage im Wasserpark den Spaß genießen. Jetzt lernen wir Josh, unseren Hauptcharakter, kennen. Er hat zusammen mit seinen Kumpels Chad und Slim eine Schulband namens The Blades gegründet, die bei der Veranstaltung auftreten soll. Während sie sich vorbereiten, kommt es zu einer unerwarteten Begegnung, als ein älterer Mann namens Conrad auf sie zukommt. Conrad, langjähriger Pfleger und Wartungstechniker im Wasserpark, überrascht Josh und seine Freunde mit seiner anhaltenden Vitalität trotz 35 Jahren auf dem Job. Später, während Josh und seine Bandkollegen proben, treffen sie auf Kim, Joshs Ex-Freundin, die jetzt als Rettungsschwimmerin arbeitet. Ihre lockere Unterhaltung scheint Eifersucht bei Kims aktuellem Freund Tommy zu wecken. Kein Wunder, dass er sich so fühlt, wenn man die unerwartete Wiedervereinigung und die Geschichte zwischen Kim und Josh bedenkt. In der nächsten Szene treffen wir Michael, der einen Anruf von seinem Sohn Josh, dem Hauptcharakter, bekommt. Josh lädt seinen Vater absichtlich in den Wasserpark ein, um seine Aufführung zu sehen. Dann lernen wir Priscilla kennen, eine Mitarbeiterin des Parks und Absolventin der Valley Hills High School von 1992. Während alle ihren Riesenspaß haben, genießt der Rest des Jahrgangs die Hauptattraktion des Wasserparks. Eine aufregende Serie hoher und kurvenreicher Wasserrutschentunnel. Lachen und Aufregung erfüllen die Luft, während die Senioren gespannt auf ihren Einsatz warten und sich auf die bevorstehenden aufregenden Fahrten freuen. Doch der Spaß nimmt eine plötzliche Wendung, als eine Gruppe von ungezogenen Jugendlichen eine Flasche Alkohol die Rutsche hinunterbringt und Chaos verursacht. Paul, der Besitzer von Wet Valley, greift ein, um die Situation zu bewältigen und sorgt dafür, dass alles unter Kontrolle bleibt. Inzwischen kümmert sich Conrad, der Pfleger, um die Folgen und reinigt Glasscherben und Blut aus dem Pool, um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten. Später am Nachmittag stoßen Kim und Tommy auf Josh, der mit Chad und Slim unterwegs ist und den Tag noch aufregender macht. Joshs Freunde bitten Tommy, ihnen bei der Suche nach einer Verlängerungsschnur zu helfen, um den Tag zu beschäftigen. Während Tommy damit beschäftigt ist, Lautsprecher und Mikrofonkabel zu installieren, nutzt Josh den Moment, um heimlich etwas Zeit allein mit Kim an einem anderen Teil des Parks zu verbringen. Zunächst ist ihre Unterhaltung für das Publikum stumm, aber aus ihrer Interaktion können wir schließen, dass Priscilla mit Paul, dem Besitzer von Wet Valley, verheiratet ist, während Michael, auch bekannt als Joshs Vater, eine bekannte Figur in der lokalen Gemeinschaft ist. Während des Abendessens teilt Michael seine Gedanken mit Priscilla und deutet an, dass Paul vielleicht nicht vollständig begreift, wie wertvoll Priscilla ist. Später gesellen sich Josh und Kim zu ihren Freunden, während sich The Blades auf ihren Auftritt vorbereiten. Als sie sich bereit machen, die Bühne zu betreten, beobachten einige Klassenkameraden aus der Ferne, wobei einer düster vorhersagt, dass Ärger für Josh und Kim im Gange ist. Die Senioren freuen sich gespannt auf die Performance von The Blades mit Hits der 80er Jahre. Aber Kim, die aus dem Publikum zusieht, gibt vor, Joshs Gesang nicht zu mögen und kritisiert die lauten Instrumente der Band. In der Zwischenzeit unterstützen Joshs Vater und Priscilla die Show. Trotz der scheinbar fröhlichen Atmosphäre bleibt Tommy selig ahnungslos von der Untreue seiner Freundin. Alles ändert sich jedoch, als ein Senior ein Video von Joshs und Kims Fehltritt enthüllt, es in den Gruppenchat der Senioren teilt und eine Welle von Schock und Unglauben unter dem Abschlussjahrgang auslöst. Während Tommys Wut durch das belastende Video intensiver wird, stürmt er mit spürbarem Ärger auf die Bühne und zieht die Aufmerksamkeit der gesamten Menge auf sich, als er Josh in einem hitzigen Austausch konfrontiert. Die Atmosphäre wird noch gespannter, als Priscilla, mitten im Chaos, auf das geheime Treffen ihres Mannes mit Alice stößt und damit eine weitere Schicht Drama zu den sich entfaltenden Ereignissen hinzufügt.
Unwissend von Alices heimlicher Anwesenheit besprechen Michael und Josh ihre Pläne, ohne zu wissen, dass ihr Gespräch heimlich überwacht wird. Alice sucht Paul auf und drückt ihre Bestürzung über seine Gespräche zum Verkauf des Wasserparks aus. Als Pauls Geliebte befürchtet sie, dass er sie verlassen könnte. Sobald er das Geld aus dem Trotz ihrer Unsicherheiten versichert ihr der betrunkene Paul, dass er den Wasserpark niemals verkaufen würde, da er seine einzige Einnahmequelle ist. Spät in die Nacht hinein, während die Senioren schlafen, dringt ein Eindringling heimlich in eine der Wasserrutschen ein und installiert ein bedrohliches Paar großer Metallklingen in einer X-Formation. Am nächsten Tag erkundet Michael ahnungslos das Gebiet, ohne von einer mysteriösen Figur zu wissen, die ihm folgt. Plötzlich wird er von einer Kugel getroffen und bricht mit einer Beinverletzung zusammen. Der Angreifer zieht ihn dann zu einem nahegelegenen Schuppen, wo eine schreckliche Enthüllung wartet. Die leblosen Körper von Cindy und Brad, den unglücklichen Rettungsschwimmern aus dem Beginn des Films, liegen darin. In der folgenden Szene erleben wir die Auswirkungen von Tommys verheerenden Verlusten, seinem Job und seiner Beziehung zu Kim. Während er mit der harten Realität ringt, bietet Conrad ihm einige bittere Wahrheiten an und enthüllt Kims Entscheidung, weiterzugehen. Trotz dieser schmerzhaften Enthüllung klammert sich Tommy an einen Hauch von Hoffnung, genährt von seiner unerschütterlichen Liebe zu ihr. In der Zwischenzeit, als die Mittagszeit in den Nachmittag übergeht, bleibt Conrad, immer der aufmerksame Pfleger des Wasserparks, standhaft in seinen Pflichten. Inmitten der aufkommenden emotionalen Turbulenzen unter den Besuchern des Parks sorgt er für einen reibungslosen Ablauf der Wasserrutschen. Ein krasser Gegensatz zu den Turbulenzen in Tommys persönlichem Leben. In der Zwischenzeit vernachlässigt Priscilla ihre Verantwortlichkeiten und wählt stattdessen eine romantische Liaison mit Slim, ohne ihre Pflichten im Park zu beachten. Als der Nachmittag hereinbricht, warten die Senioren gespannt auf einen aufregenden Wettbewerb mit einem versprechenden Preis von $500. Natürlich schließt sich Josh freudig mit Chad und Slim zusammen, bereit, sich der Herausforderung direkt zu stellen. Tommy überrascht sie, indem er auftaucht und erklärt, dass er zwar entlassen wurde, aber jetzt als Besucher teilnimmt und nicht mehr als Angestellter. Mit Tommy in ihrem Team bereiten sie sich eifrig darauf vor, die Herausforderung gemeinsam anzunehmen. Angesichts des Widerstands der anderen Senioren wenden sich Josh und Chad an Kim, um Slims Abwesenheit in ihrem Team zu ersetzen. In der Zwischenzeit, mit nichts zu tun außer zu beobachten, bemerkt Tommy eine inzwischen versucht Tommy. Überzeugt von der Gefahr, verzweifelt alle davon abzubringen, die Rutschen zu benutzen, in der Hoffnung, mögliche Verletzungen zu verhindern. Trotz Tommys drängender Warnungen weisen ihn die Senioren ab und betrachten ihn aufgrund seiner jüngsten Handlungen als Spaßverderber. Frustriert und niedergeschlagen versucht Tommy, die Ernsthaftigkeit der Situation zu vermitteln, während seine Bitten auf taube Ohren stoßen. Mit dem Beginn des Wettbewerbs bereiten sich die Veranstalter und Poolpfleger auf das Ereignis vor. Priscilla koordiniert mit Conrad, der unten Wache steht, um sicherzustellen, dass alles reibungslos für den erwarteten Wettbewerb verläuft. Unwissend über die tödlichen Klingen, die in einer der Rutschen verborgen sind, setzt Tommy seine verzweifelten Versuche fort, Paul und Priscilla vor der unmittelbaren Gefahr zu warnen. Trotz seiner dringenden Bitten verhallen seine Sorgen ungehört und der Wettkampf geht wie geplant weiter. In einer tragischen Wendung der Ereignisse stößt ein frustrierter Senior Tommy gewaltsam die Rutsche hinunter, zeitgleich mit dem ahnungslosen Abstieg von drei Mädchen denselben Weg hinab. Unter der Rutsche bricht Panik aus, während karmesinrot gefärbtes Wasser aus Rutsche Nummer 3 strömt, begleitet von dem schaurigen Anblick zerfetzter Gliedmaßen, die hinabstürzen. Beim Eilen zur Szene verstaucht sich Conrad den Knöchel in seinem verzweifelten Versuch, seinen Rettungsschwimmerposten zu erreichen, was die sich entfaltende Tragödie weiter verschärft. Inzwischen rast Tommy, welcher zuvor gewaltsam die Rutsche hinuntergestoßen wurde, unaufhaltsam auf die tödlichen Metallklingen zu, sein Schicksal hängt am seidenen Faden. Mit unmittelbarer Gefahr vor Augen kann sich Tommy nur an die Hoffnung klammern und beten, dass ihm niemand anderes auf die Rutsche folgt. In der Zwischenzeit gibt Conrad dringende Anweisungen an Priscilla, den Wettbewerb zu stoppen. Aber ihre Funkgeräte versagen im denkbar schlechtesten Moment und beeinträchtigen ihre Fähigkeit zur effektiven Kommunikation. Unwissend über das sich entfaltende Chaos unter ihnen, lädt Priscilla fröhlich Paul ein, die Rutsche zu nehmen, ohne sich der gefährlichen Lage bewusst zu sein. Ahnungslos bezüglich der Gefahr akzeptiert Paul die Einladung und beginnt seine Abfahrt auf Rutsche Nummer 3.
In der Zwischenzeit eilt Josh nach oben und fleht dringend alle an, die Rutschen nicht zu benutzen. Mitten im sich entfaltenden Chaos werden die beiden älteren Mädchen und Tommy, welche bereits von den tödlichen Klingen erfasst wurden, gewaltsam weiter die Rutsche hinuntergeschleudert und ihr Schicksal ist in einer herzzerreißenden Tragödie besiegelt. Der plötzliche Wechsel von fröhlicher Ausgelassenheit zu schrecklichem Unglück sendet Schockwellen durch die Menge und konfrontiert sie mit der schmerzhaften Realisierung der ernsten Umstände. Als sie jedoch hastig in den Schuppen eintreten, sehen sie sich mit einer gruseligen Szene konfrontiert. Den leblosen Körpern von Joshs Vater, Michael, und den beiden Rettungsschwimmern, was eine weitere Schicht des Horrors zu dem sich entfaltenden Albtraum hinzufügt. Während sich die Situation verschärft, erweist sich Pauls Kampf gegen den kräftigen Wasserfluss als vergeblich. Und er erliegt den tödlichen Klingen. Die tragische Abfolge von Ereignissen endet mit einem weiteren Opfer, das dem schrecklichen Schicksal zum Opfer fällt, das diejenigen erwartet, die die Rutsche Nummer 3 hinabsteigen. Inmitten der Folgen des Massakers erhält Josh unerwartete Neuigkeiten von einem Anwalt. Sein Vater hat ihm ein beträchtliches Erbe hinterlassen, was den tragischen Ereignissen eine bittere Wendung verleiht. Allerdings bleibt ein entscheidendes Detail ungelöst. Joshs Vater hatte die Absicht, den Wet Valley Water Park zu kaufen, um Platz für einen 20 Millionen Dollar teuren Einkaufskomplex zu schaffen. Mit Pauls Tod in dem tragischen Vorfall wird Priscilla als einzige Nutznießerin der durch die geplante Transaktion generierten Gelder hervorgehoben. Rückblenden enthüllen, dass sie vor Jahren einen Todesfall im Park miterlebt hat, bei dem niemand dem Opfer zu Hilfe kam. Als Mädchen wurde sie Zeugin der sich entfaltenden Tragödie. Und nun wird deutlich, dass sie die Ereignisse von 2018 wahrscheinlich als Racheakt und zur Sicherung ihres Erbes inszeniert hat.